Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Berlin ganz im Moor und zu einem kleinen Zerstörungstest mit der First Strike SP47 bei ESC. Hier seht ihr das schöne Gewehr mit Echtholz vorne und der Schaft, wie gesagt, den kann man einklappen und ausklappen. Das Gewehr besteht aus komplett Stahl, ja. Seitenspannergewehr 4,5 mm mit einem gezogenen Lauf. Macht echt Spaß, das Teil zu schießen. Kostet auch nicht viel, ja. 99 Euro. Und für den Preis ist das Gewehr alle Male wert, das zu kaufen. Hat gut Leistung, wie ich finde, für ein F-Gewehr. Und sieht echt schön aus, Patronenlager schön und chrom gehalten, ein echt tolles Gewehr, schießt auch out of the box, sehr geil und lässt sich auch sehr gut von der Seite spannen. Ist ja halt auch ein Seitenspanner, ja, seht das nochmal. Genau, muss man halt reindrücken, ihr kriegt es gerade nicht so hin. Seht, aber es lässt sich wunderbar und schön leicht spannen, auch beladen tut sich schön. Ja, sieht man mal auf dem Patronenlager, wie ich finde, ein tolles Gewehr. Hier seht ihr noch mal die Walter High Power Pellets. Ja, das Gewicht seht ihr von den High Power. Die gab es auch mal in Gelb, gibt es halt leider, glaube ich, nicht mehr in Gelb, nur noch in Rot. Sind schöne Flachkopf-Stahl-Diabolos. Ja, und die nutze ich sehr, sehr gerne in Gewehren oder auch in Luftpistolen. Die machen schon was her, sind ein bisschen teuer, wie ich finde, ja, mit 15 Euro, 250 Stück. Ist nicht viel drin, Packung ist schnell leer. Wenn ihr mal einen schönen Schießtag machen wollt, ist die Verpackung dann schnell leer, wegen den 250 Diabolos, die da nur drin sind. Aber es sind echt tolle Diabolos, die ich mir immer gerne wieder kaufe. Jetzt seht ihr noch mal hier so eine Billiguhr, die habe ich irgendwann mal bekommen, irgendwie liegen bei mir rum und ich wollte halt mal schauen, was das Gewehr bei dieser Armbanduhr anrichtet, ja, ob es durchschlägt oder ob es nur teilweise durchschlägt. Ja. Seht ihr dann halt gleich im Video über Slow Motion, machen wir das. Genau, das ist die besagte Uhr und da schießen wir dann mal rauf. Ich bin gespannt und jetzt viel Spaß bei dem Slow Motion Video. Hier ist der Diabolo schön eingeschlagen, links fliegt er dann halt weg. Die Uhr ist Schrott. Das sah ganz geil aus, wie er da eingeschlagen ist. Und den Rest gucken wir uns mal schnell auf dem Tisch an. Also bis gleich zum Fazit. Ja, hier liegt jetzt die kaputte Uhr. Gewehr hat gut Schaden angerichtet. Na, seht ihr ja hier. Schön eingedellt. Ja. Schöne Beule drin. Ja. Durchgeschlagen ist er halt nicht. Die Platte ist noch in Ordnung. Hätte mich auch gewundert. Ja. Aber nun gut. Und hier sieht man nochmal unten links den Einschuss ins Glas. Das ist jetzt total zerfetzt. Ja, ich wollte einfach mal gucken, wie sich so der Diabolo bei so einer Armbanduhr verhält. Uhr ist halt Schrott, die war davor schon Schrott und jetzt ist sie nochmal Schrott. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das kleine Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin, Berlin ganz im Moor.